Hallo ihr Lieben, ich möchte jetzt weitermachen mit dem Album und ich habe jetzt schon angefangen hier innen das hier zu machen. Eigentlich wollte ich da Text machen, aber ich hatte noch so viel von dem dünnen Papier aus den Actionblöcken, deswegen habe ich mir so aufklappbare Seiten gemacht. Da habe ich jetzt auch schon drei gemacht. Eins mache ich mit euch zusammen, damit ihr seht, wie ich das gemacht habe. Also einfach so knicken. Hier ist die Knickseite. Da lege ich das an. Das ist die erste Schablone, die wir gemacht haben. Die zeichne ich jetzt hier auf. Und schneide das Ganze dann einfach aus. Ich gehe hier innen in die Linie. Also dann ist die Linie direkt weg. Jetzt das Runde. Also mit den Schablonen geht wirklich alles rucki-zucki. Das ist echt einfach. Und jetzt das. So. Und dann kann man das ausklappen, hat man noch mehr Platz zum Schreiben. Das kommt jetzt hier rein. So. Ja, hier muss man immer ausprobieren, wie rum es besser passt. Ja, so passt es besser. Ja, dann wäre das nämlich auch schon erledigt. Das kann weg. Ja, und jetzt brauche ich natürlich noch die Schablone fürs Designpapier für hier vorne. Dafür nehme ich mir die Schablone, womit ich, hier seht ihr, das ist immer noch nicht fest. Das muss ich, glaube ich, wirklich festkleben. Dafür nehme ich mir die Schablone, womit ich die Rücken gemacht habe, also den Einband. Und ich habe doch hier, das war mal, glaube ich, in einem, ich meine, das klebt gar nicht mehr, doch. In einem Danny Poise Kit, glaube ich, drin. Manchmal sind da auch solche Sachen drin. Mal sehen, ob das damit hält. So, also ich zeichne jetzt erstmal das hier auf. So, und dann mache ich das genau wie bei der ersten Schablone. Und zwar, dass ich da immer, ich glaube, ich nehme aber das Dreieck. Immer 0,3 Millimeter, Zentimeter, 0,3 Zentimeter, genau. Die zeichne ich mir jetzt hier an. So, ne, das mache ich jetzt hier ringsherum. Ich hoffe, ihr habt das gesehen. Also auch hier. Ich muss mir das immer so hinlegen, dass ich es auch sehe. Also 0,3. Bei den geraden Flächen reichen ja 2. Bei den Rundungen müssen dann ganz viele gemacht werden. So, und dann. Und dann können wir das so verbinden. Okay, das ist jetzt nicht perfekt gewesen.
Man sieht, wie schief das ist. Das wäre nicht gut. Also, nochmal. Ja gut, das ist jetzt auch ein ziemlich dicker Stift. Also nehmt bitte einen gut gespitzten Bleistift dafür. Das ist dann, glaube ich, wesentlich einfacher, wie das, was ich hier fabriziere. Das ist, glaube ich, besser. Ja. Ja, sieht immer noch ein bisschen schief aus. Ja, so mache ich das hier auf jeden Fall jetzt rumherum und dann schneide ich das aus. Ich schneide es innen aus. Muss aber hier auch mal gucken, dass ich das gerade hinkriege. Das ist jetzt der Vorführeffekt. Das habe ich bis jetzt echt noch nie gehabt, diese Probleme. Das ist jetzt wirklich das erste Mal. Also ich mache das jetzt, ich mache mir jetzt die Schablone fertig. Ihr wisst, ihr kennt ja jetzt das Prinzip, nehmt euch einen vernünftigen Stift, einen vernünftigen dünnen Bleistift. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Ich habe hier sogar einen. Dann geht das, glaube ich, einfacher. Und wir sehen uns wieder, wenn ich das ausgeschnitten habe. So, ich habe jetzt hier die Covermattierung 1 erstellt. Und zwar ist das quasi das Schwarze. Und dann habe ich noch ein zweites gemacht, also quasi von dem hier, von diesem ersten, auch nochmal 0,3 cm kleiner. Und das ist jetzt das hier. Das heißt, ich würde jetzt nachher das hier so aufkleben. Das muss ich noch distressen am Rand. Und das dann hier drauf. Und das wäre dann quasi das Cover. Und das finde ich schon ganz cool. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich hier überhaupt ein Band dran klebe, weil mich stört das hier gar nicht, dass das hier so ein bisschen gestückelt ist. Ich möchte jetzt mit euch zusammen aber noch das Innere machen. Also ich werde hier auf jeden Fall auch diese schwarzen ausschneiden. Das müsste dann aber so rum, glaube ich. Genau, das mache ich hier innen auch und da und auch auf der Rückseite, was ich hier dann... Ob ich dann hier noch eine Mattierung drauf mache, weiß ich nicht. Oder ob ich einfach nur das Schwarze lasse. Weil das ist ja hinten. Da, dem schenkt man ja sowieso nie Beachtung. Genauso wie hier. Ich könnte mir vorstellen, dass ich hier das Schwarz und dann vielleicht hier noch dieses On the Boardwalk einfach ausschneide und draufklebe. Das könnte ich vielleicht machen. Aber das sind ja nur Dekoration, Sachen. Ich werde das Album ohne euch fertig machen, weil ich euch ja so jetzt alle Schritte gezeigt habe. Jetzt bin ich gerade am Gucken. Genau, das brauche ich. Hier habe ich schon Tacky-Tape draufgeklebt. Das kleben wir jetzt nämlich zusammen ein. Was jetzt auch gar nicht so einfach ist, weil das halt so eine verschrobene Form eigentlich ist. Das ist ja jetzt kein normales, gerades Album. Aber bis jetzt gefällt mir das schon richtig gut. Und ich finde das mit den Schablonen halt cool, weil ich jetzt immer mal wieder so ein Album machen kann. Und ich finde das eigentlich ganz schön mit den Filtertüten. Jetzt habe ich wieder das Problem, das Tacky-Tape hier. Und eigentlich habe ich ja euch jetzt quasi den ganzen Aufbau gezeigt, wie ich das gemacht habe, das Album. Und letztendlich, wie man es dekoriert, das bleibt ja eigentlich jedem selber überlassen. Aber das nervt mich jetzt. Ich ziehe das ohne euch ab. So, alles ist ab. Und das... soll hier jetzt einfach mittig drauf. Und dann gehe ich überall nochmal nach, damit es auch hält. Ja, und jetzt hier seht ihr zum Beispiel, warum ich hier noch den Streifen drauf geklebt habe. Sonst hätte man immer die Graupappe gesehen. Ja,
Und ihr seht, es ist alles verdeckt. Ich kann das aufklappen. Es liegt schön flach. Man kann das schön blättern. Man hat hier diese Innenseiten zum Beschriften. Also ich werde das auf jeden Fall zum Beschriften nehmen. Und dann kann ich hier nämlich schöne Fotos reinmachen. Ich werde nämlich dieses Jahr nicht, aber nächstes Jahr wahrscheinlich mal in Urlaub fliegen, was wir schon seit Jahren nicht mehr gemacht haben. Und dann kann ich hier die schönsten Schnappschüsse, schöne Erinnerungen und ein bisschen Text dazu schreiben. Das finde ich nämlich ganz cool. Ja. Also ich werde das jetzt ohne euch, weil jetzt geht es ja nur noch darum, Papiere aufzukleben, das Ganze ein bisschen auszudekorieren. Und gezeigt habe ich euch das Album ja quasi schon im ersten Video. Also ist das letzte Video noch nicht mal gar nicht so lang geworden. Aber ich bin froh, dass ich das mal ausprobiert habe mit dem Filtertüten und ich finde es halt mega cool. Ja, das war's und ich sage ciao, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal.